Was geht ab, meine OZ-Fighter, Hose hier, und heute gehen wir auf die Frage ein, wie summit man denn in Super Dragon Ball Heroes World Mission. Ich bin darauf zwar in meinem Anfängerguide drauf eingegangen, ich werde den Link in die Beschreibung setzen, das könnt ihr euch gerne abchecken. Jedoch habe ich in den letzten Tagen auf jeden Fall dennoch Fragen dazu bekommen. Dem einen oder anderen war das nicht ganz klar, wie das Ganze funktioniert, deswegen werde ich heute darauf eingehen. Vor allem kam häufig die Frage, ob man die Tickets quasi im Spiel selbst kaufen kann, beziehungsweise muss. Nein, man kann keine Tickets kaufen im Spiel selbst, man muss sie sich erspielen. Heißt quasi, ihr müsst das Spiel spielen, um es kurz zu sagen, um Tickets zu bekommen. Wenn ihr beispielsweise einen Kampf gewinnt, dann bekommt ihr am Ende dieses Kampfes Tickets. Wie genau die Tickets aussehen, welche Unterschiede es gibt, komme ich gleich noch zurück zu sprechen, Freunde. Aber diese Frage habe ich oft bekommen und dementsprechend kauft euch einmal das Spiel, das komplette Spiel, und dann könnt ihr, keine weiteren Tickets kaufen, um Charaktere zu sammeln. Ihr müsst sie euch erspielen, um es kurz zu sagen. Ich habe die Frage wirklich häufig gestellt bekommen. Ein, zwei haben sich auch drüber aufgeregt, aber im Endeffekt, nein, man kann keine Tickets kaufen. Ihr müsst sie euch erspielen. Die andere Sache ist, wenn ihr Vorbesteller seid, also wenn ihr das Spiel vorbestellt habt, dann habt ihr Zugriff, exklusiven Zugriff zu 11 DLC-Charakteren. Diese DLC-Charaktere sollten eigentlich in euer Deck sein, wenn ihr, wie gesagt, das Spiel vorbestellt habt. Ich habe das Spiel nicht vorbestellt. Ich habe es mir käuflich aus einem Markt geholt, also ich habe es mir gekauft im Endeffekt aus dem Markt, und ich habe diese DLC-Charaktere nicht, wie ihr es seht. Welche DLC-Charaktere das unter anderem sind und diejenigen, die wissen wollen, die beispielsweise wie ich quasi es aus dem Markt gekauft haben und trotzdem die DLC-Charaktere wollen, denen kann ich kurz zeigen, wo ihr das Ganze bekommt. Ihr könnt es euch nämlich dann zusätzlich dazu kaufen. Wie gesagt, das gilt nur für die, die das Spiel nicht vorbestellt haben, so wie ich, die es aus dem Markt gekauft haben. Würde dann 4,99 € kosten, Freunde. Und da sind unter anderem 11 Charaktere, 11 Vorab-Charaktere. Und da sind Ultra Instinct Goku, Vegeta Blue, Jiren und so und so fort. Falls ihr das Spiel vorbestellt habt, dann habt ihr diese Charaktere, die hier gelistet sind, Freunde, in eurem Spiel bereits. Dann zu den Charakteren selbst, wie gesagt, man kann sie aus dem Laden holen, wir werden auch jetzt summonen. Und genau, summonen könnt ihr dann quasi im Gacha Laden. Den Gacha Laden findet ihr auf der Map bei diesem Boy hier. Wenn ihr mit ihm spricht, dann könnt ihr in seinen Laden oder ihr klickt auf den Startbutton und könnt dann so mit auf den Screen hier einmal auf Laden klicken und dann in den Gacha Laden. In dem Gacha Laden kann man, wie gesagt, zum einen Karten beschwören, aber auch Zubehör oder Tickets eintauschen. Lasst mich ganz kurz auf die Tickets eintauschen gehen. Ihr seht, in der oberen Reihe habe ich jetzt quasi blaue Tickets, goldene Tickets und so Ticket Shards, also Ticketstücke nenne ich sie mal. Diese Stücke könnt ihr einwechseln gegen entweder blaue Tickets oder goldene Tickets. Ich habe hier beispielsweise 10 Stück. 10 Ticketstückchen, also Ticket Shards, könnt ihr eintauschen gegen ein blauen Ticket. Oder eben 50 dieser Ticket Shards gegen ein Goldticket. An sich würde ich eher empfehlen, diese Ticket Shards zu sparen, bis ihr sie dann quasi eintauschen könnt gegen die goldenen Tickets. Weil mit den goldenen Tickets könnt ihr seltenere Charaktere ziehen, beziehungsweise ist da die Minimum Rate von einem Charakter, die da droppen könnte, SS. Zu den Rates komme ich gleich auf zurück zu sprechen. Außerdem im Gacha Land könnt ihr auch noch Zubehör kaufen, Freunde, im Austausch gegen Zenny. Aber was wichtig ist quasi, wie ihr Karten zieht, ist dann gegen Tickets hier. Zum einen, wie gesagt, es gibt einen normalen Gacha und einmal seltenen Gacha. Der Unterschied ist, mit dem normalen Gacha, da verbraucht ihr die blauen Tickets. Und im normalen Gacha könnt ihr Charaktere ziehen oder Karten ziehen von der Rarität U bis SEC. Und mit den seltenen Gacha-Tickets könnt ihr mit dem seltenen Gacha ziehen von der Rarität SS oder höher. Also an sich sind die seltenen Gacha natürlich die Tickets besser, weil ihr dann eine höhere Rarität von Charakteren bekommen könnt, sag ich mal. Oder ein Minimum da was droppen kann, ist SS von der Rarität. So, und zu den einzelnen Raritäten gibt es eben Folgendes zu sagen, bevor wir zusammen werden. Es gibt 1-Stern-Charaktere, 2-Stern, 3-Stern, 4-Stern und dann 1 über 4-Sterne quasi eine Rarität höher, die eben seltener sind. Das sind 4-Stern-SEC. Diese 4-Stern-SEC-Charaktere, vorne ist zum Beispiel im Gold Cooler, die unterscheiden sich eben, die haben im Namenszusatz SEC, beispielsweise steht bei Gold Cooler dran UM2-SEC und sein 4 hat so eine goldene Umrandung, sage ich mal, und unterscheidet sich, wie gesagt, von normalen 4-Stern-Charakteren wie beispielsweise hier C21, dass sie eben seltener sind. Und in der Regel, was ist in der Regel, sondern SEC-Charaktere sind die seltensten Charaktere und das sind quasi die besten Charaktere, um es so zu sagen. Es gibt dann noch so CP-Charaktere, wie gesagt, so eine Charakter CP, es gibt K und so fort. Das sollten, wenn ich es recht weiß, Promokarten sein. Ich meine, hier bei der Promo-Section ist zwar nur K-Rarität, aber ich denke, diese CP-Charaktere und so fort sollten auch Promokarten sein, beispielsweise wie hier dieser Serl. Falls ihr es genau wisst, Freunde, könnt ihr uns gerne wissen lassen, was es genau ist, aber so wie ich es weiß, sind es eben Promokarten an sich. Und wie gesagt,
grob merken, 4 Sterne SEC-Charaktere sind die seltensten Charaktere. Jetzt aber zur anderen Frage. Es gibt verschiedene Booster, es gibt verschiedene Sets, wie gesagt, Promo-Sets. Mit der X-Taste könnt ihr mal gucken, was ist in welchem Set drin, was können die Charaktere und so und so fort. Es gibt Super Dragon Ball Heroes Set 1 bis 8 und es gibt Universal Mission Set 1 und 2. Falls ihr euch fragt, in welchem Pack sollte man ziehen, um die besten Charaktere zu ziehen zu können, oder in welchem Pack sind die besten Charaktere, da kann ich euch eine Empfehlung weitergeben, nämlich die Empfehlung von Goresh. Falls ihr Goresh kennt von den Dokkan-Videos, Freunde, er kennt sich mit Super Dragon Ball Heroes auch wirklich sehr, sehr aus. Und zwar hat er empfohlen, quasi in den Set 2 zu ziehen, denn in Set 2 sind die meisten Charaktere, die gut sind. Und aus dem Set 2 kann man quasi aus Universal Mission die meisten guten Charaktere ziehen, sage ich mal. Man will, wie gesagt, die SEC-Charaktere. Falls ihr Summon Belt wünscht, auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück auf. Und falls ihr wissen wollt, welche Charaktere an sich gut sind, also eine Tierlist, dann habe ich auch eine Tierlist von Goresh. Ich werde den Link dazu in die Beschreibung setzen. Da ist dann quasi eine Tierlist davon, welche Charaktere in dem Spiel gut sind. Und wie gesagt, er empfiehlt auch auf in Set 2 zu summonen. Deswegen werden wir heute auch in Set 2 summonen, Freunde. An sich sind da wirklich gute Charaktere drin. Und dann ist jetzt hier Folgendes. Ich bin ja auf den normalen Gacha gegangen. Normalen Gacha, hier brauche ich meine blauen Tickets. U bis SEC Rarität. Jetzt ziehen wir in Set 2. Ein Ticket bekommt ihr Logo, eine Karte. Mit 10 bekommt ihr direkt 10 Karten. Dann gucken wir mal, was wir hier ziehen. Wie gesagt, ich wünsche auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück, wenn ihr ziehen werdet. Und was haben wir jetzt hier erhalten? Okay, so auf dem ersten Inblick. Auf Inblick. Anblick. Okay, den Trunks habe ich da wieder am Start. Alles klar, den hatte ich schon. Und ihr seht es auch schon. Dieser Trunks hat sich zuvor besessene Karten gegen 24 Ticketstücke eingetauscht. Genau. Wenn ihr bereits Karten bekommt, die ihr habt, dann werden sie gegen Ticketstücke eingetauscht. Ansonsten habe ich ja eigentlich nicht so gut gezogen, sage ich mal. Wie gesagt, ich habe euch ja vorgelesen, was wegen Raritäten, das war auf Englisch, ja, so Super Rare, Ultimate Rare, 4 Sterne, Ultimate Rare, 3 Sterne, Super Rare und so und so fort. Auf Deutsch ist es ein bisschen anders, SS hier an der Stelle und so fort, CP, U und so weiter und so fort. Aber in der Regel merkt ihr euch einfach 1 Sterne bis 4 Sterne sind die Raritäten. Dann gibt es quasi diese Promokarten und die seltensten sind dann 4 Sterne SEC und die besten Karten. Oh, Evolgif, was? Oh mein Gott, da ist ein dreifacher Gotenks am Start und ein kranker Vegeta. Was ist das für ein Vegeta? Was ist das für eine Rarität? Ich glaube, der Vegeta Gotenks ist... Warte mal. SSC18. Vegeta US. Okay, sehr schön, sehr schön. Vegeta sollte eine... Warte. Ich gucke gleich in die Deckliste rein. Ich finde es ein bisschen schade. Also da wird halt quasi die Kürzel angesagt. Und mit den Kürzeln bin ich ja auch nicht ganz warm, um ehrlich zu sein. Berserker Goku. Also ich habe mir auch nur SEC immer gemerkt, so wisst ihr, was ich meine? Aber ansonsten, wie gesagt, US sollte 1 ultra selten. US sollte wahrscheinlich ultra selten heißen. Und US sind dann, denke ich, 4 Sterncharaktere. Lass uns ganz gut in meine Kartenliste reingucken und dann machen wir noch hier die Goldtickets. So, genau, und da ist quasi auch der Gotenks, den wir gezogen haben. Er hat eine CP-Rarität, ist quasi eine Promokarte, ist auch hier in dem C17, ist auch eine Promokarte. Vegeta ist hier 4 Sterne, bei Vegeta war US dran, bei Goku auch, der ist auch auf 4 Sterne. Also US sind 4 Sterne, also Freunde, tut mir wirklich leid, aber ich merke mir halt die Sterne. Ich habe mir die englischen Begriffe gemerkt mit SEC und so und so fort. Mit dem Deutschen musst du noch warm werden, aber 4 Sterne sind US, wie gesagt, wurden wir jetzt auch schlauer. Und SS sind dann quasi 3 Sterne, dann geht's runter. Und nice, wir haben 4 Sterne Goku und 4 Sterne Vegeta gezogen, sehr schön. Und ja, cool hatte ich zuvor so oder so. Trunks hatte ich auch, deswegen habe ich für den Charts bekommen. Und dann geht es, wie gesagt, runter mit den Raritäten. Jetzt hauen wir noch kurz die seltenen Tickets raus. So, genau, jetzt was ich noch machen werde, ist, ich hole mir noch ein goldenes Ticket. Dann können wir 7 Singles raushauen quasi. Und da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt. Wenn ihr Bock habt, mit zusammen, wenn ihr zusammen könnt, egal welches Spiel, lasst einfach spontan Groups dann machen. Ja, ich zieh weiter in dem Set 2 auf jeden Fall. Mal gucken, was ich noch holen kann. Ich kann auf jeden Fall noch gute Karten holen. Da sind noch 2 weitere SEC-Karten, richtig? Ultra Instinct Goku. Die Karte ist sehr gut. Die ist sehr gut. Die wollen wir ziehen, sag ich mal. Bin gespannt, ob wir ihn ziehen können. Und ansonsten ist noch Kamba auch drin. Okay, krass. Okay, die versuchen wir zu ziehen, Freunde. Lasst einen Groupstar machen. Ich zähle gleich runter und dann, ja, könnt ihr mich gerne wissen, was ihr gezogen habt in den YouTube-Kommentaren. Beim nächsten hier. In den YouTube-Kommentaren oder in meinen Social Media Kanälen, Freunde, die Links dazu sind in der Beschreibung. Okay, sehr CP. Und wie gesagt, genau, mit den Gold-Tickets bekommt man SS und höher, also 3 Sterne und höher. Group Sometime. 3, 2, 1, klick drauf und dann lasst mich gerne wissen. Ich wünsche auf jeden Fall sehr, sehr viel Glück, was ihr gezogen habt. Den Vegeta hatte ich auch schon, oder? So, noch 3 Sterne Vegeta. Ja, richtig, tatsächlich, den hatte ich auch schon. Okay. SS, genau, 3 Sterne sind SS. Und genau, US sind dann 4 Sterne. Und so gesehen dann SEC ist quasi 4 Sterne. Mit, ja, höher, ein wenig höher als 4 Sterne. Oh, da hat es viele Promokarten, wie es aussieht hier im Pack. CP, ja, ja. CP sollten Promokarten sein, Freunde, wenn mich alles täuscht.
Oh, schon wieder der Goku. Der Goku ist gut. Aber jetzt, ah, bekommt Tickets dafür. Ja, ja, ja. Okay, nice. Aber das war ein Vierstein-Charakter. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hauen wir noch die drei letzten Tickets raus. Droppt dann noch ein SEC. Oh, der ist neu. Wahrscheinlich auch eine Promokarte. Yeah, genau das, genau das. Und dann haben wir noch zwei Singles hier am Ende, Freunde. Ihr könnt mich gerne wissen lassen, wie das Ganze findet. Vierfacher Zeno Goku. Vier Sterne, so Goku Zeno, nice. Ihr könnt mich am Ende gerne wissen lassen, wie das Ganze findet mit Dragon Ball Heroes, mit dem Summon-Aspekt. Wie gesagt, die Tickets gibt es nur in-game. Ihr müsst euch spielen, ihr müsst das Spiel einfach spielen, Freunde. Dann könnt ihr quasi summon. Lasst mich auch wissen, was ihr gezogen habt, falls ihr mitgezogen habt. Und dann hoffe ich, ich konnte quasi euch alles näher bringen, wie das Ganze mit dem Summon funktioniert in Dragon Ball Heroes. Wenn ja, dann dürft ihr dem Ganzen auf jeden Fall gerne ein Like geben und falls neu seid, auch ein Abo gerne. Ich freue mich über jede Unterstützung und jede zählt auf jeden Fall. Und genau, wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann das nächste Mal. Macht's gut. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.